Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Wir haben im letzten Part ein bisschen Kleinkram erledigt. Das werden wir jetzt auch mal kurz einsortieren müssen noch vorher. Und wir haben vor, in diesem Part ein wenig Scouting-Arbeit zu beschäftigen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt doch zu scouten. Obwohl ich am Anfang so meine gewissen Zweifel hatte, dass das eine allzu gute Idee ist. Aber an sich glaube ich, das wäre jetzt nicht allzu weit ab vom Schuss von dem, was wir tun wollen würden. Daher lassen wir das Ganze. Wir werden das Wheelbarrow bzw. den Shopping Cart, den wir jetzt hier haben, zu Hause liegen lassen. Der würde uns ein wenig im Weg rumstehen. Und ich glaube, was wir auch hier getrost hier lassen können, ist unsere Stan. Beziehungsweise, wenn nur in gewählter Form. Weil ich glaube, dass sie uns an sich nicht besonders viel hilft. Zumindest im aktuellen Zustand. Warum wird sie uns nicht helfen? Aus dem simplen, einfachen Grund, es ist eine Waffe. Eine Pistole, beziehungsweise eine semi-automatische SMG. Submachine Gun. Also, das Problem ist, das Ding ist laut. Scheiße laut. Und solche Waffen können wir im aktuellen Zustand eher wenig gebrauchen, da wir eher vorhaben, vom Gegner nicht entdeckt zu werden. Daher würde ich das doch eher meinem lieben Freund, den Nagelbaseballschläger, überlassen und sagen, hey Dude, hier, ich habe ja was ganz Besonderes für dich gebaut, und zwar nur für dich, mal so einen Baseballschläger. Ja, hier, mitten ins Gesicht für dich, genau, nichts anderes ist dafür geplant gewesen. Und ja, dieses Ding ist trotz der, wie soll man sagen, etwas robusteren Art und Weise der Bauform immer noch deutlich leiser als ein großes Bang. Und daher würde ich das eher gerne etwas lassen. Jetzt muss ich natürlich kurz gucken, wir könnten noch ein bisschen was zu essen machen, beziehungsweise ein bisschen vertragen. Wir haben jetzt guckt Dandelion Greens, Sugarberry Syrup, Thyme Seeds, Seeds, allgemein Tees, Strum Seeds, Wieder Seeds, Wild Wedgie Stems. Das ist an sich. Da steht nichts dazu da. Auch interessant. Auf jeden Fall an sich jetzt erstmal die ganzen Teesorten, die wir machen könnten, erstmal irrelevant für uns. Veggie Salat ist eigentlich mir ein bisschen zu wenig, was es an Vorteilen gibt. Daher lassen wir das Ganze auch nochmal. Boiled Stomachs, da können wir jetzt erstmal ein paar von machen. Wir nehmen das dreckige Wasser neben in der Nähe. Eschen hat auch mal gleich Boiled Stomachs. Nochmal kurz Stomachs. Und noch einen. Wir haben immer noch Hunger. Erstaunlich. Haben wir einen Kohldampf beieinander? Gut. Noch mehr Food und zwar jetzt wieder auf Meat, weil das kann nämlich uns kaputt gehen. Da werden wir jetzt gleich 12 Stück von machen. Oder haben wir etwas, wo Meat mitverarbeitet wird? Das war ja eigentlich der ursprüngliche Grund, warum ich da hingegangen bin. Guckt, Wild Veggies. Das war jetzt auch nicht ganz uninteressant. Boiled Noodles, Clean Water Macaronis, Nachos with Meat. 3 Portionen, 24, 36 ist ein bisschen wenig im Vergleich zum 50, was das Meat in geguckter Form machen würde. Sweetwater ist auch eher uninteressant. Nein, wir bleiben beim Cooked Meat. Und zwar machen wir 12 Stück gleich davon. Wenn schon, dann machen wir es gleich. Und es wird wieder dunkel. Schuld. Scouten macht und, wie soll man sagen, Licht, schlechten Bedingungen wenig Sinn. Also, lassen wir das Ganze mal. Das heißt, wir werden uns jetzt noch ein Schlückchen Wasser genehmigen, gucken, wie weit unsere Wasserressourcen hier sind. Die sind eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können wieder sauberes Wasser machen. So. So, Food, Drinks, Clean Water. Das machen wir jetzt ein bisschen mehr davon. 13 Stück, das sieht mir ganz passabel aus. Cannot see to craft. Why the fuck nicht? Okay, da muss ich näher dran stehen. Muss ich jetzt im Regen stehen. Okay. Drinks, Sweet, beziehungsweise Clean Water. 13 Stück. Das
kann man übrigens mit B machen. Also mit B kann man das Rezept öfters wiederholen. Jetzt müssen wir gucken. Northeast war das Ganze, wo das Zeug uns gelegen ist. Genau hier, Metal Tank. Of Clean Water, da ist schon was drin. Das heißt also hier Northeast noch einer. Erstmal schauen, wie sieht es hier aus. Gut, der Metal Tank ist leer. Dieser dasselbige. Und hier sind die entsprechenden Mengen Wasser. Sehr gut. Wir haben wieder einen angenehmen Vorrat von Clean Water. Das Wheelbarrow, den Einkaufswagen lassen wir da hängen. Ich sage immer Wheelbarrow, das ist alles. Für mich ist das ein Wheelbarrow von dem Symbol her, also sorry by that. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen Boxen lesen, weil ich möchte das, wie gesagt, scouten am Tag über machen. Dann werden wir nämlich gemütlich losgehen, um zu schauen, ob wir was irgendwie Interessantes finden. Problem ist nur, ich kann halt jetzt noch nicht einschlafen. Thirsty, you finished reading. Your unarmed combat is by one. Können wir noch was daraus lernen? Nö, schade. Und ich werde jetzt nicht irgendetwas lesen, was uns keinen Vorteil bringt, selbst wenn es uns vom Inhaltlichen nicht besonders viel Vorteil bringt. Naja, High Explosives, das ist eine Sache, die könnte man eigentlich mal lernen, weil... Study launches until you learn something. Ja, gut. Könnten wir machen, aus dem simplen und einfachen Grund, wenn wir so eine Waffe in der Hand haben sollten, dann sollten wir vorher darüber Bescheid wissen. Das ist so eine allgemeine vorteilige Sache. Darum lassen wir es erstmal hier etwas liegen. So. Wir sind hungry, thirsty. Dagegen machen wir jetzt auch noch schnell was. So. Hier. Clean water. Und wir haben noch cooked meat. Das können wir auch noch machen. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Wir müssen uns da mit dem Essen ziemlich beeilen, weil nicht, dass es uns kaputt geht, noch bevor wir irgendwas machen können. Es wär eine sehr große Verschwendung, wenn wir es nicht essen würden. It's too bright to sleep. Soll uns auch wurscht sein. Gut, dann hier guckt Meat. Wir bringen hier noch das ganze Zeug also ins Wheelbarrow. Ich möchte nämlich mit leeren Inventar, also so leer wie möglich in den Inventar losgehen. Nur das Wichtigste müsste dabei sein. Handful of Dandelions können wir auch wegtun. Wild Herbs und Wild Wedgies können wir auch da lassen. Weil aus dem simplen und einfachen Grund, wenn wir losgehen und was finden sollten, würde ich das doch gerne behalten. So. Munition ist wichtig, haben wir gut dabei. Die Crowbar... Flashlight ist eher ein Notfallteil. Und wir ersetzen das Butcher Knife durch... Ja, wir ersetzen das Butcher Knife durch unseren Baseball Bat. So. So, dann würde ich sagen, wir trinken noch ein Schlückchen auf das Gelingen dieser Aktion. Wir müssen dann in Regen los. Das ist eher etwas uncool. Aber... Ja, dann würde ich mal sagen... Here we go. Wir machen den Safe Mode on. Und dackeln mal in die Richtung. Encountern schon den ersten Zombie. Da oben. Wenn man möglich ist, werde ich mal an den vorbeischleichen. Weil ich habe jetzt relativ wenig Lust darauf, mir mit einem Zombie anzulegen. Selbst wenn es nur so ein ordinärer, ich kann nichts anderes außer Zombie. So ein allgemeiner RTL-Gucker ist das im Prinzip und das ist für mich jetzt absolut uninteressant. Gut, da ist die Querstraße und da steht auch ein Zombie. Ein Ascetic-Zombie. Und da stehen auch noch ein paar. Das ist eher etwas uncool. Und ich glaube, da würde ich auch lieber mein Baseball-Bat nehmen. Inventory. Der Säure-Zombie scheint uns gesehen zu haben, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt. Und der andere Zombie da oben rein. Shit. Ja, ist etwas, was ich weniger brauchen kann. So. Okay, das ging jetzt relativ schnell. You were hurt. Stop smashing. Yes, weil nämlich die Säure läuft aus und wir stehen dritten mitten in der Pampe. Ist eher uncool. Nur mal kurz gucken. Bubble Warp. Was ist denn das? Plastic. Das ist a sheet of plastic covered with air-filled bubbles. Ah, Noppenfolie. Ah, sehr schön.
Pair of fit over sunglasses. Ich glaube, Sunglasses tragen wir schon. Das heißt also, insofern ist das für uns eher etwas uninteressant. Wir haben jetzt die Zombies gepulpt. Ist immer noch ein Wort, was ich nicht so wirklich aussprechen kann. Das sollten also nicht mehr wiederkommen. An sich jetzt erstmal uninteressant für uns. So, erstmal kurz Check-up machen. Splitter-Zombie, normaler Zombie, Shady-Zombie, Acidic-Zombie, Shady-Zombie, Acidic-Zombie. Gut. Versuchen wir es noch aber außenrum. Wir sind auch ein bisschen angekrätscht worden und da ist auch schon... Das ist jetzt ein bisschen doof, weil wirklich Ausweichmöglichkeiten haben wir nicht. Also wieder auf offenem Feld ab ins Gesicht. You were hurt, stop smashing. Ja, natürlich will ich. Dieses Säurezeug. Ja, hier, geh in die Säure. Bleib da. Ja, sehr gut, dann hast du ein bisschen Schaden davon erlitten. So, und hier, so, Pulping. Damage Splitter Zombie, der hat auf jeden Fall nichts Interessantes dabei. You were hurt, stop smashing. Ja, natürlich. Ah, verdammt. Your right foot hurts. Das macht jetzt keinen großen Unterschied mehr, glaubt mir. Ja, natürlich, ich jetzt hör auf. Muss man jetzt die ganze Zeit warten, bis der Kerl ausläuft, hä? So, jetzt hat er aber. Pair of Socks, nichts Interessantes dabei. Und der andere Zombie hat Pair of Sneakers, Hoodie, an sich auch nichts Interessantes dabei. Schade. Schade, schade, Mamillade. Okay, hier ist halbwegs Ruhe. Giant Black Widow? Oh. Oh oh. Oh oh. Night. A giant mutation Black Widow Spider. A highly venomous nightmare come to life. Ah. Wie war das noch? Aragog? Oder eher. Wie heißt die in Herr der Ringe? Grima war die. War Schlangenzunge. Wie hieß die Spinne aus Herr der Ringe? Ah, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Kankra, genau, Kankra hieß sie. Ah, da musst du jetzt kurz überlegen. Okay, aber an sich scheint das alles hier machbare Gegner zu sein. Wir hätten vielleicht auch ein bisschen Material in puncto Verletzung heilen mitbringen sollen. Wir sind dem Gunshop direkt in der Nähe. Wenn wir Glück haben, werden wir noch nicht so ganz so entdeckt. Wir könnten mal kurz hier reinluren. Nur aus... Oh. Oh. Ein Gunshop in der Nähe zu haben, scheint offensichtlich die umliegenden Häuser mit ein bisschen Munition zu versehen. Erst mal gucken, wie sieht's aus. Weit weg, weit weg, weit weg. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Gut. Machen wir ein bisschen Lärm. Das war jetzt eher uncool, aber gut. Ah, ja. Eine 030, 34, 040. Solder kann man auch brauchen. Bisschen. Oh. Plasticware of Koth Europe. Werden wir jetzt erstmal so schnell nicht brauchen. Was ist das hier? Hustensaft. Bandagen. Sehr gut. Desinfektionsmittel. Auch sehr gut. Das können wir gleich verwenden. Desinfektionsmittel auf dem Kopf. Ein Desinfektionsmittel. Wo haben wir es denn? Da für den Torso. Bandagen können wir auch gleich ansetzen. Wir bluten zwar nicht, aber. Bringt das uns was? Ne, das bringt uns gar nichts. Bandage ich könnte mitnehmen. Saline Eye Drops. Ja, nehmen wir auch was aber mit. Vitamine. Pair of Scissors eher auch uninteressant. Cough Syrup, alles uninteressant, gut. Hustensaft und den ganzen Kram brauchen wir nicht. Daher, oh. Hier scheint noch wer zu sein. Marihuana, auch eher uninteressant. Was ist das hier? Complete Guide to Pitching. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Wild Apples, Almonds, Mystery Novel kann uns gestohlen bleiben. Das hier ist eine kaputte Konsole. Und das war ein Skelett. Gut. Dann kriegst du jetzt halt eins auf die Nase. Okay, jetzt müssen wir so schleichen, dass uns möglichst von draußen keiner sehen kann. So. Eine Woolscarf. So.
close. Okay. Grab den mal und schieb den mal weg. So. Das war jetzt ein bisschen laut, ich weiß. Aber ich will nicht gesehen werden. Gut. Aluminium Can of Beer. Uninteressant. Was haben wir hier sonst noch? Den Wolfscarf haben wir gesehen. Bottle of Scotch. Auch eher uninteressant. So. Pair of Shoes. Auch eher uninteressant. Die Tür kann geschlossen bleiben von mir aus. Firefighter Zombie. Das ist eher uncool. Bird Eggs. Ah ja. Verdammt. Und wir haben eigentlich nichts dabei, um es wirklich in großen Mengen zu transportieren. Haben wir hier irgendetwas, was wir gleich verwenden können? Wir haben aber auch... Was soll ich? Tomato Rotten. Achso, das ist die Umgebung. Close habe ich gesagt. Nicht öffnen. So. Das war jetzt ein bisschen doof. Ich weiß, aber... Plastic Bag of Potatoes. Auch eher uninteressant. Sewing Kit. Auch eher uninteressant, weil wir mittlerweile schon mehr als genug davon haben. Und da ist eine Treppe runter. Ah, das schauen wir nachher mal. Wenn das wieder so eine Sache ist wie gerade eben, dann würde ich das eher ungern so unvorbereitet machen. Vor allem... Boah, verdammt. Muss ich wieder sauber machen. Vor allem so unvorbereitet im Sinne von nichts, dass ich nicht mitnehmen kann. Jetzt stehen wir hier an der Kante, klutschen mal um die Ecke. Sehen wir was? Nö, sehr gut. Gehen wir hier mal weiter. Okay, hier... Raccoon, Squirrel, Crow. Okay, das scheint mir ein normales Haus zu sein. Neben uns müsste der Home Improvement Store sein. Nur mal kurz nachgucken. Ja, wir sind unserem Ziel, den Waffenshop, doch sehr nahe gekommen. Das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass wenn wir... Look into direction. Na gut, verdammt. X, so. Wie sieht's mit dem Auto hier aus? Frame. Na, der ist eher... Das Auto ist eher ungut. Das Auto sieht auch mit eher so auf ersten Blick eher unpraktisch aus. Das heißt, also wir könnten auch... Aber da liegt ein Buch. Oh, Time Magazine. Oh, uninteressant. Book of First Aid. Oh, das brauche ich. Absolut. Alles andere ist jetzt wurscht. Alles andere ist jetzt komplett wurscht. Lass mich rein da. So, Time Magazine, uninteressant. Book of First Aid. Wir müssen was flacken lassen. Kein Problem. Rocks können wir wegschmeißen. Eyedrops können wir wegschmeißen. Cooked Meat können wir gleich fressen. Das ist gut. Und die Steine können wir wehren. Wear Stein. So, jetzt haben wir Platz wieder im Inventar. Ah, Book of First Aid. Ah, so ein Erste-Hilfe-Guide. Ah, wie geil ist das denn? Ist nochmal ein Book of First Aid? Hä? Zweimal Book of First Aid. Okay, das, droppen wir dann mal. Hoffentlich hat er nicht beide jetzt. Nee, der hat nur eins, oder? Habe ich wirklich... Ja gut, ich habe nur eins. Gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, nicht weiter groß gesehen zu werden. Nein, das ist kein Zombie, das ist eine Statue. Gut. Hier, was ist hier drin? Das ist ein Kochbuch. Eher uninteressant, vor allem, weil wir es schon haben. Toast-Ems, ja gut, können wir mitnehmen. Wenn wir es unbedingt nötig hätten. Was ist das für ein Buch? Children's Book, auch eher uninteressant. Okay. Close. Was ist das? Eine Clock. Ist irgendwas Interessantes dabei? Da braucht es viel Platz. Eigentlich nicht. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir es irgendwo zu Hause hinlegen. Haben wir eine Uhr. Threads können wir immer etwas gebrauchen. Vor allem, weil ich es nicht selber machen möchte. Das ist immer so ein Riesenaufwand. Das hier ist eine Limonade. Brauchen wir an sich jetzt auch nicht. Was ist hier drin? Leather Belts. French Made Hat. Oh. Hui. da hat wohl jemand hier Spaß gehabt. Oh. Aspirin. Auch nicht schlecht. Müssen wir auch wieder was droppen. Die Rock. Warum habe ich die Rock schon wieder? Die Glock lassen wir dann doch hier, weil. Ist nicht nötig. Dann. Ja, das könnte man eigentlich. Ich habe die abgebrochen. So, hier.
Aspirin nehmen wir mit. Dann die Bandagen können wir auch gut gebrauchen. Hier liegt eine Bandage, die können wir auch noch brauchen. Und haben schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Herrschaft, Zeckennomina. Was liegt denn hier noch? Non-Drowsy Hustensaft. Towel. Was liegt hier? Saltwater. Dust Mask. Boah. Auch nicht immer ganz unpraktisch. Braucht jetzt nicht so viel Platz. Wir müssen wieder was hier wegschmeißen. Herrschaft, Zecken. Ich brauche unbedingt mehr Inventarplatz. Okay, die Toasten schmeißen wir raus und die Cardboard of Two. So. Saline Solution. Salt, Crude Hide, Tanning Leather, Hide. Brauchen wir nicht. Okay, das ist noch nicht nötig. Okay, hier ist nichts drin. Auf jeden Fall, es war ein guter Fund. Kann man jetzt so lassen. Scotch legt hier noch rum, aber ist nicht interessant. Hier ist an sich jetzt auch nichts Interessantes. Okay, ich habe jetzt hier festgestellt und offiziell festgelegt, das ist an sich mir jetzt erst einmal ein wenig zu heiß. Und zwar würde ich sagen, wir unterbrechen die Scouting-Aktion für eine Sondermeldung, beziehungsweise für einen Sonderbüchle. Das möchte ich unbedingt im Shelter haben. Ich möchte das jetzt lesen und unbedingt diese First Aid... First Aid haben. Mal kurz gucken, hat sich das jetzt irgendwie gerade verbessert mit First Aid? First Aid, least... Da, nee, 30%, das ist nichts. Das braucht noch lange, bis wir mit Hilfe von solchen Geschichten darauf kommen würden. Und wer weiß, wie weit das Buch uns bringt. Das heißt also, wir werden jetzt hier erst einmal eine Pause einlegen. Der Part ist zu Ende. Ich weiß, 20 Minuten, normalerweise mache ich ein bisschen länger, aber... Ja, wir machen hier mal eine kurze Pause. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir dackeln wieder zurück zum Shelter. Der Weg hierher ist auf der Seite relativ clean. Er ist zwar immer noch nicht optimal, aber er ist halbwegs sicher. Es gibt hier noch viel zu looten, wo wir später noch mit unserem, ja, unseren Einkaufswagen herkommen könnten. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dasselbige oder was anderes tun. Ja, ich würde dann sagen, für die Gott.